geht's dir nach so einem grandiosen Erfolg? Ganz ehrlich, ich bin müde und ich bin einfach höchst zufrieden, weil es alles wirklich so geil abgelaufen ist, so eine Resonanz. Genau so habe ich mir das erwartet. Ich kann echt nur Danke sagen, wirklich. Das ist ein Wahnsinn, was wir da alles für Applaus und Bejubelung bekommen haben. Wirklich, also ich hätte mir das nie vorstellen können. Und ich bin wahnsinnig überwältigt, was das angeht. Also dieser Abend ist eigentlich was ganz Besonderes für mich. Ich hätte mir nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen, dass es so cool wird. Und ich werde das mitnehmen und ich werde das nie vergessen, weil ich habe noch nie im Leben in einem Musical gespielt. Und es wird immer, ich habe einfach das erreicht, was ich wollte. Wie geht's Ihnen? Hervorragend. Es ist so ein unglaubliches Gefühl, weil mit so viel Enthusiasmus und Begeisterung geprobt wurde. Und wir hatten ja nicht sehr viele Proben und wir waren heute eigentlich das erste Mal auf der Bühne. Das muss man schon auch mal sagen. Es ist eine ganz, ganz tolle Sache gewesen und ich muss ganz ehrlich sagen, in der Kürze der Zeit, die wir eigentlich nur hatten, um uns jetzt in der Gesamtheit für die Bühnenshow vorzubereiten, ist es einfach sensationell gelaufen. Beitrag als Sprecher ist ja nun wirklich einfach nur so eine Randerscheinung, aber ich freue mich sehr, dass ich da dabei sein durfte. Irrsinnig voller Emotion, weil es so ein gutes Team war und so ein großartiges Arbeiten, wirklich. Ich bin sehr beseelt. Oh, wir waren ja alle vom ersten Moment engagiert, wie wahnsinnig, und das war einfach ein cooles Projekt für uns alle und wo wir uns einfach weiterentwickeln wollten. Das bedeutet für mich etwas Besonderes, ein wunderbares Zusammenarbeiten mit Profis und eine tolle Aufführung zustande zu bringen. Also ich finde, dass es einfach ein absolutes Must ist, dass immer Junge mit Profis zusammenarbeiten, weil jeder voneinander lernen kann. Und ich glaube, dass es vice versa von beiden Seiten etwas zu lernen gibt und es gegenseitig dazu ist, dass jeder davon profitieren kann. Ich finde, es ist in erster Linie einfach ein tolles Projekt, ein tolles Integrationsprojekt. Florian und der Dino, die gehen einfach sehr, sehr locker mit dem ganzen Thema um. Und die sind jetzt auch nicht so, die sind extrem extrovertiert auch. Und die sind überhaupt nicht in sich gekehrt. Also die sagen auch gleich, wenn sie irgendwas brauchen. Also es ist eigentlich sehr, für mich sehr einfach gewesen. Und einfach eine super Erfahrung auf so einer tollen Bekanntenbühne auch zu stehen, vor so vielen Zuschauern. Vielen herzlichen Dank an uns Ronacher, es war echt eine Ehre und ein tolles Erlebnis mit so einem fantastischen Team auch zu arbeiten, weil da kann man fast nichts falsch machen. Du kannst nicht schneiden. Das darf mich interessieren, ich habe sowas noch nicht gemacht, würde es aber gern machen und ich glaube, das könnte man, wie gesagt, das können wir machen. Viel versprechen dürfen wir uns halt nicht davon, weil Musical selber schreiben, es schreiben so viele Leute irgendwelche Musicals, aber wir probieren einmal, wie das geht. Und das ist das Einzige, was ich in meinem Leben noch nicht kompositorisch getan habe und habe mir gedacht, jetzt ist der Moment da. Ruf ihm an, sag Florian, was hältst du davon, schreiben wir ein Musical? Ja, wie immer, ja, machen wir. Und so hat es begonnen eigentlich. Das Lied heute gesungen worden, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Alles, was ich heute gesehen habe, hat geglänzt. Es war wirklich ein wunderschöner Abend. Und wenn man diese Musik hört, diese Breite, diese unglaubliche,
ja auch abwechslungsreiche Musik, die man gehört hat. Mit einem unfassbar geilen Orchester, 60 Leute beißen und spüren einen doppelten Mittelscheitel, wenn man da knapp davor sitzt. Das war also so grandios. Ich fand es wirklich, wirklich toll. Es ist eine unglaubliche Energie, die zu spüren ist. Und es hält einen eigentlich nichts auf den Sessel. Am liebsten würde man mitmachen. Ich habe die musikalische Leitung übernommen, was immer das heißt. Faktor heißt es, ich habe das Orchester irgendwie koordiniert, den Chor koordiniert, dass man zu den Proben kommt und so weiter. Motivator oder auch manchmal Demotivator. Die Motivation war glücklicherweise sehr hoch. Naja, natürlich ist man noch sehr, sehr nervös im Vorfeld. Aber wir haben das toll geprobt und man hat tolles Feedback bekommen von dem ganzen Team. Und man hat das alles gut einstudiert, sodass man sich eigentlich relativ sicher war, denke ich. Also es ist für mich eigentlich, ich sage jetzt mal, wirklich eine Ehre gewesen. Es war einfach so schön, dass dieses ganze Projekt, auch diese Proben, auch wenn es oft anstrengend war, aber es war einfach so schön und diese ganzen Leute und sie sind alle sehr nett und es war wirklich sehr, sehr schön und ich werde das sicher in Erinnerung behalten. Was bedeutet das für Sie persönlich? Da ich das Showbusiness schon so lange kenne, ist natürlich schon ein bisschen ein Fünkchen Wahrheit auch dabei. Ein sehr schönes, mit sehr extremen Emotionen, die einen ganz hoch tragen, aber natürlich auch die Kehrseite eines tiefen Falls bedeuten kann. Die Aussage meiner Rolle ist, dass man nicht immer auf das achten soll, was äußerlich ist, sondern dass man einfach mal hinter die Dinge schaut und nicht immer auf Ruhm und Geld und alles das aus ist, sondern einfach mal schaut, was ist wirklich wichtig im Leben. Estelle spiegelt so ein bisschen dieses bei sich zu bleiben, egal was man macht und vor allem im Showbusiness, wo man eigentlich sein Herz nach außen trägt. Also das bedeutet für mich, dass man durch die Musik, durch Klänge, Harmonien und Melodien und so weiter, dass man Gefühle ausdrücken kann und das ist das Schöne an der Musik. Welche Rolle spielt jetzt eigentlich Estelle für Licht ins Dunkel? Also, Licht ins Dunkel ist einfach froh, ein Teil davon sein zu können. Wir sind sehr froh, dass wir das unterstützen können und ich wünsche mir wirklich, dass das jetzt einfach eine große Welle der Begeisterung schlägt, dass dieses Projekt wirklich der Mega-Erfolg wird und der Hype wird. Das wünsche ich auch im Sinne von Licht ins Dunkel und wir unterstützen es, wo es nur geht.